Ja, Thomas, sehen die Laune ist gut im Storchennest, aber auch die Anspannung ist da. Wie sind die Störche drauf nach der langen Pause? Ja, klar, es ist natürlich jetzt eine schwierige Situation gewesen für uns, jetzt innerhalb von 6 Wochen zweimal in Quarantäne zu sein. Aber ich denke mal, dass wir da gut durchgekommen sind, auch mit Hometraining oder auch der Gruppe, die hier trainieren konnten. Wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wir gut gerüstet sind. Klar wird es natürlich eine Zeit jetzt dauern noch, bis wir wieder voll in unserem gewohnten Spiel drin sind. Aber ich denke mal, am Samstag werden wir schon ein sehr gutes Gesicht zeigen. Und wir werden einfach alles geben, was wir haben. Wir müssen halt schauen, dass wir einfach von der ersten Minute an das Spiel annehmen. Und einfach schauen, dass wir von Minute zu Minute besser ins Spiel und Spiel reinkommen. Und wie gesagt, dann geht es eben um 3 Punkte. Und dann hoffen wir, dass wir das Spiel gut für uns gestalten können. Ein sehr wichtiges Spiel. Wie geht ihr das an? Ja, klar. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Für Osnabrück auch. Aber klar, für uns ist es so, dass es jetzt Endspurt. Jeder weiß um die Situation, die es bei uns ist. Dass wir jetzt sehr, sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit haben. Es wird einfach darum gehen, dass wir einfach die Sache annehmen von der ersten Minute und schauen, dass wir von Minute zu Minute besser ins Spiel reinkommen und dann einfach wieder unsere gewohnte Leistung abrufen und dann jedenfalls 3 Punkte mitnehmen. Es ist geplant, dass Thomas Dehne an der Bremer Brücke im Kasten steht. Wie sind deine Empfindungen vor deinem Comeback im Tor? Ja klar, ich freue mich natürlich auch. Für mich war das Gute natürlich, dass ich jetzt nicht die vollen 14 Tage in Quarantäne war, sondern nur die ersten paar Tage und der danach freikam. Deswegen bin ich jetzt auch seit knapp 10 Tagen in regulärem Training, was natürlich hilft. Und wie gesagt, ich fühle mich gut, ich freue mich aufs Spiel, dass ich wieder zurückkomme und werde mein Bestes geben. Wie groß ist dein Respekt vor dem heißen Endspurt mit 9 Spielen in 27 Tagen? Thomas, 27 Tage, 9 Spiele, wie groß ist dein Respekt vor dieser heißen Endphase? Ja, Respekt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist natürlich, würde ich sagen, jetzt auch in der Mannschaft die pure Vorfreude, dass es wieder weitergeht, wie schon gesagt. Aber klar, das ist sowas, 27 Tage, 9 Spiele, das ist was es, glaube ich, noch nie gegeben hat und was es auch so in der Form nie wieder geben wird, gehe ich mal stark davon aus. Aber klar, es ist für uns halt einfach so, dass es jetzt einfach so geht, dass es Schlag auf Schlag geht. Was natürlich auch so heißt, sollten wir Spiele gewinnen, dass wir dann in dem Flow drin bleiben. Beziehungsweise, wenn du auch mal ein Spiel verlierst, dass du sofort wieder die Möglichkeit hast, dass du es wieder ausmerzen kannst. Aber wie gesagt, ich denke mal, wir sind gut gerüstet. Wir freuen uns wieder darauf, dass es wieder losgeht. Und steht nichts im guten Spiel am Samstag im Wege. Thomas, dir und den Störchen alles Gute an der Bremer Brücke. Gute Reise und bring was mit. Dankeschön.